Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Yes, willkommen zu Heavy Rain Move Edition, was eigentlich ziemlich unnötig ist, weil ich sowieso nur mit dem Controller spiele. Aber egal. Und ich war gestern im Saturn und wollte mir unbedingt Heavy Rain holen. Und ihr seht, ich hab's ja, aber es war ein langer Weg bis dahin und den will ich kurz erklären. Und zwar bin ich zum Saturn gegangen. Bin natürlich sofort zum Casino gegangen. Hab gefragt, haben Sie Heavy Rain? Er sagt so, lassen Sie mich mal kurz nachtippen. Dann tippt er ein, ich glaube, das hat ungefähr eine Minute gedauert, was für mich in diesem Zeitpunkt wirklich lange gedauert hat, weil ich wirklich wissen wollte, ob er Heavy Rain hat oder nicht. So, dann guckt er mich erstmal so an. Ich glaube, er hatte Angst, mich zu enttäuschen. Er guckt mich so an. Ich gucke ihn so an. Er sagt, nein. Also sage ich, alles klar, ich versuch's mal bei GameStop. Er sagt, so viel Glück. Bin ich zum GameStop gesandt, wörtlich genommen, gesandt. Und bin da wieder zum Kassierer gegangen, hab gefragt, haben Sie Heavy Rain? Die Hände auf den Tisch geklatscht und gesagt, haben Sie Heavy Rain? Er sagt so, lassen Sie mich mal kurz nachtippen, genau dasselbe. Und dann tippt er es ein und sagt, nein, haben wir nicht. Und ab dem Moment war wirklich meine Hoffnung verloren, bis ich dann, ja, ich bin dann aus Frust zu KFC gegangen. Bei uns hat so ein neues KFC aufgemacht in Hannover und da habe ich mir erstmal so eine richtig fette Packung Hot Wings geholt, weil ich wirklich aus Frust Hunger hatte und so weiter und so fort. Dann sitze ich da so, esse meine Hot Wings, trinke Apfelschorle und denke mir so, ach, wäre das nicht schön, wenn du endlich Heavy Rain mal Let's Playen könntest. Das wolltest du schon immer mal zocken, denn ihr wisst ja, ich habe vor 2 Jahren meine PS3 verkauft und habe es dann bereut, weil ich die ganzen Exklusivtitel nicht spielen konnte. Und ja, dann sehe ich auf einmal gegenüber von mir, da befindet sich ein Laden, der hat den Titel Games. Und ich dachte mir so, oh, da ist doch eh keiner drin und das ist irgendwie so ein Laden. Ich glaube, ihr kennt solche Läden, die eigentlich, wo ihr nie reingeht. Ihr geht ja meistens auch in die neuen Läden rein. Und da dachte ich mir, alles klar, geben wir dem Ganzen mal einen Versuch. Denn von außen sah der Laden immer so aus, als würden die nur DS-Spiele verkaufen. Da gehe ich so rein und dann sage ich so, da gucke ich mal so an die Wand, an die PS3-Wand. Und dann sehe ich, okay, kein Heavy Rain dort. Dann habe ich auch gesagt, okay, bevor ich jetzt gehe, frage ich nochmal den Kassierer. Und dann frage ich ihn, haben Sie Heavy Rain? Und was ist? Natürlich haben wir Heavy Rain. Willst du es neu oder gebraucht haben? Und in dem Moment habe ich mich wirklich extrem gut gefühlt. Das sieht man, wenn man solche Spiele bekommen will, dann sollte man entweder im Internet nachschauen, obwohl es mir zu lange im Internet gedauert hätte. Ich glaube, da hätte ich ungefähr einen Tag bis 2 Tage warten müssen, hatte ich keinen Bock zu. Deswegen war ich in dem Moment so glücklich. Und da sieht man, wenn ihr solche Spiele wollt, geht in alte Läden und nicht in neue. Genau. Egal, lasst uns ein neues Spiel anfangen. Und ja. Wer sich jetzt fragt, was für ein Spiel das ist, und zwar, das wird nicht so ein Spiel sein wie Call of Duty, und selbst wenn ihr das Let's Play schon gesehen habt, das ist vollkommen egal, denn dieses Let's Play hat immer ein anderes Ende, also bei jedem hat es meistens ein anderes Ende. Das ist ziemlich geil, deswegen kann man das auch mehrmals durchspielen. Ah, Ladescreen, so sieht man sich wieder. Lasst mich durch in den Kommentaren und in der Bewertung wissen, was ihr zu dem Spiel sagt. Das würde mich sehr interessieren. Samstag, 11.22 Uhr. Das ist eigentlich die Uhrzeit, in der ich immer aufstehe. Nur, dass ich nicht so liege. Aber tatsächlich habe ich so ein ähnliches Bett wie die. Oder er. Keine Ahnung. Muss ich was machen? Ich glaub, jetzt. Um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit dem rechten Stick aus. Also ihr seht schon, worum das Ganze handelt. Ihr müsst halt meistens mit den Sticks interagieren. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren. Okay. Ich bin schon so alt. Yeah. Halten Sie R2 zum Laufen, Punkt. Mit dem linken Stick ändern Sie die Richtung. Also ihr seht, man kann laufen, indem man einen Knopf drückt. Finde ich ziemlich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Weil, ich weiß nicht, ich fände es cool, wenn man nur mit dem Stick laufen könnte, aber man muss noch einen Knopf drücken. Wie gesagt, einfach nur Gewohnheitssache. Und er hat gerade den Schrank aufgemacht und ihn sofort wieder zugemacht. Indem Sie L2 gedrückt halten, können Sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Alles klar. Also kann man immer so wissen, was man machen muss. Oh, ein Hochzeitsbild.
will auch mal morgens aufstehen können und dann lächeln, wenn ich geheiratet habe. Und es nicht bereuen. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Oh, wie süß. Okay, bei ihm scheint das eine ziemlich glückliche Beziehung zu sein. Was ich ziemlich geil finde. Vor allem, ich finde... Ja, ich will mir erstmal die Wohnung... ein Vogel! Oh, wie süß! Wie sollen wir ihn nennen? Ich glaube, wir werden nicht das einzige Mal hier in diesem Haus sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir werden noch öfter in diesem Haus sein. Wie sollen wir ihn nennen? Schreib's mir ruhig in die Kommentare. Ich glaube, ich nenne ihn... Oh, ein Klo! Lass mich jetzt mal auf Klo gehen. Das Erste, was ich morgens mache, ist meistens eigentlich immer... PC anmachen und dann Toilette. Ja. Was macht ihr immer morgens, wenn ihr als allererstes aufsteht? Ich glaube, ich mache ohne Scheiß immer meinen PC an. So. Und hier ist das Badezimmer. Jetzt lass mich überlegen, was ich... Ich glaube, ich persönlich putze erstmal meine Zähne. Definitiv. Ah, okay. Oh, sorry. Nicht wundern wegen den Geräuschen, aber mein Controller ist mit einem Kabel angeschlossen. So. Auch wenn ich so meine Zähne nicht putze, aber egal. Was kann man noch machen? Rasieren. Was stand da? Oh nein, hab ich mich geschnitten? Oh, scheiße. Der Rechte ist rekontrolliert. Okay, also ich muss es langsam bewegen, damit er sich nicht schneidet. Wenn ich loslasse, dann schneidet er sich. Das war gerade eine krasse Geschichte, muss ich ja sagen. Ganz la... Oh, mach mir doch keine Angst, Alter. Ziemlich cool, dass man das sogar so langsam steuern muss, damit man sich nicht schneidet und sowas. Gefällt mir. Bin mir gut. Yeah, ein wunderschöner Mann. Ich sehe gut aus heute. Ja, so kann ich rausgehen. Jetzt noch beobachten. Ja, ich brauche noch die Bestätigung. Oh, sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Alles klar, lass uns duschen gehen. Drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen und schauen Sie sich mit dem linken Stick die Dusche an. Die müssen auch echt alles zeigen. Oh yeah, die Spielchen. Das macht tatsächlich übel Spaß, Alter. Nur, dass dieses scheiß Kabel an meinen Controller gebunden ist, aber was soll man tun? Ist natürlich ein Fall für Galileo Mystery, aber die werden davon nie was erfahren. Alles klar, lass uns ausgehen. Ich bin blitzsauber. Zeit, mich anzuziehen. Es geht nichts über eine Dusche. Ich bin fast wach. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich abends dusche, bin ich eher müde. Ich glaube, das liegt daran... Ah, so kann man die Perspektive wechseln, das stand da gerade. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir den Schrank aufmachen. So. Cool wäre, wenn ich entscheiden könnte, was ich anziehe, aber... Das wäre, ich glaube, schon wieder zu viel des Guten gewesen. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Yeah. Sehr schick, muss man ja sagen. Ich frage mich also, was der arbeitet. Ich meine, der schläft bis 11 Uhr. Das heißt, er muss den übel chilligen Job haben. Aber ich frage mich also, was. Gehe ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Lass mich mal... in dieses Zimmer hier gehen. Kinderzimmer! Er hat auch Kinder. Und schaut euch mal die Poster an. Das Einzige, ich glaube, was mir was sagt, ist, dass... Das zweite von links, das ist so eine Art Star Wars Poster.
Aber die anderen sagen mir, ich glaube gar nichts, vielleicht noch dieses Tierpol, keine Ahnung. Ne, sagt mir gar nichts. Jonglieren, das habe ich jahrelang geübt, kann ich übel perfekt, schau euch das mal an. Für plötzlich, ja, alles klar. Ja! Ganz easy. Alter, man muss übel schnell sein. Nochmal. Ich will euch ja meine Skills beweisen und nicht, dass ihr denkt, das war noch Glück oder sowas. Pff. Ich zeige euch gleich, was Glück ist. Yeah! Alles klar, lass uns die wieder wegtun. Wir sind ja schließlich keine 12 mehr. Obwohl Jonglieren gar nichts mit dem Alter zu tun hat, aber egal, Danny. Egal. Bis dann, Vogel. Man sieht sich. Ich weiß immer noch keinen Namen für den. Oh, Alter. Sieht für mich extrem so aus wie eine Loft und das ist schon immer mein Traumhaus gewesen, deswegen gefällt es mir so gut. Die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfe sie regelmäßig. Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Okay, also anscheinend müssen wir uns natürlich beschäftigen. Also lass uns erstmal in die Küche gehen. Was ich unter einer Loft meine, ist einfach, dass... eine Loft hat meistens eine offene Küche und eine Loft ist ja so mit vielen Fenstern und sowas ist eine Loft und das gefällt mir sehr gut. Ich persönlich, das war schon immer mein Traumhaus und irgendwann will ich auch eine Loft haben. Man fühlt sich einfach extrem geil, wenn man morgens aufsteht und die Sonne einfach reinscheint. Kaffee trinke ich auch nicht. Ich fühle mich manchmal anders. Ich bin echt anders. Ich dachte immer damals, als ich klein war, irgendwie, nee, ich mag Kaffee nicht, weil ich jung bin. Und meine Mutter immer, du wirst Kaffee noch mögen, glaub mir. Ein paar Jahre später, Mama, ich mag immer noch keinen Kaffee. Schade, dass wir das Auto nicht steuern können. Aber das wäre auch schon wieder zu viel des Guten, denke ich. Ich will mich gar nicht beschweren. Übel geil, obwohl der Tisch übel hässlich aussieht. Oh. Je, ein Garten. Geil, Alter. Richtig geil. Ich bin dein Vater. Yeah. Stell dir vor, die Nachbarn hätten ihn gesehen. Was hätten die dann gedacht? Diese Menschen heutzutage. Egal, ich will mich nicht beschweren. Oh, was war das? Ein Buch. Ich kann mir vorstellen, dass er entweder... Er ist so eine Art Ingenieur, glaube ich. Das kann ich mir unter ihm vorstellen. So eine Art Ingenieur irgendwie, der Häuser zeichnet. Und die das dann umsetzen. Was gibt's noch zu tun hier? Oh, Musik, oder? Yeah! Endlich mal diese traurige Musik ist weg. Da kommt meine Frau endlich. Wieso glänzt? Ach so, das glänzt einfach nur so. Nicht nach oben gehen. So, was kann man denn hier noch machen? Um seine Zeit zu verschwenden. Vor allem hat er nicht gesagt, er will arbeiten. Ach, Kühlschrank aufmachen? Ja! Jason, da ist ein Torte, seht ihr das? Ich glaube, jemand hat Geburtstag. Was? Bei euch trinkt man so keinen Orangensaft? Bei uns schon. Das tut ja so, als wäre das seine erste Zigarette gewesen. Wie Sachen muss ich denn noch tun? Kann man nicht mich hinsetzen? Ne, kann ich leider nicht. Ah doch, ich kann mich hinsetzen. Yeah! Und jetzt Fernseher anmachen. Was ist das? Alter, sieht sogar extrem geil aus. Ah, verändert die Perspektive.
Sieht sogar übel echt aus. Krass, Alter. Oh, wann kommt die denn? Yay, endlich! Hab mich schon gewundert, wie lange ich noch beschäftigen muss. Dad, hey, Dad. Nicht so wild! Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Oh. Ethan, kannst du mir helfen? Natürlich, Schatz. Ich komme. Okay, okay. Easy. Pff, keine Herausforderung für mich. Oh, ein Kuss. Wie süß. Was war eigentlich, wenn ich es loslassen würde? Hätte ich es ein bisschen früher losgelassen. Aber ich hatte Sie irgendwie... Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte Sie riskieren. Im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay, Baby. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. Pff, easy, keine Aufgabe für mich. Ich merke schon, irgendwie würde es nicht für immer so glücklich bleiben, habe ich so das Gefühl. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Besser so, Schatz. Hab jahrelang geübt, die Tür aufzumachen. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Okay, okay, langsam. Langsam. Okay, das ist doch einer von den Super-Team jetzt. Bisschen schneller vielleicht. Hey, Ethan. Du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid. Pass besser auf. Okay, lass uns langsam machen. Vielleicht kann ich das mit meiner Ehefrau jetzt haben. Sonst macht sie mich kalt. Langsam. Nathan. Heißt der Nathan? Ich glaube schon. Typisch amerikanischer Name, finde ich. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Auch eine gute Idee. Ich komme, Kinder. Das war's. Dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Okay, für wen soll ich mich als erstes... Wer ist das Geburtstagskind? Ich glaube, der Linke, oder? Ich zuerst! Ja, ich okay, zuerst. Ja, okay. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Ich hatte das damals geliebt. Ich glaube, mein Onkel hat das mal mit mir gemacht. Oh, wow, wow, dreh. Hat es nicht Spaß gemacht? Jetzt ich du. Ich bin jetzt dran, ich will auch mal. Okay, okay. X. Viereck. Okay, Sean, mach dich bereit. Es geht los. Ah, ich kann den... Geil, Alter. Ich finde das übel geil, wie ich den Controller so sehen kann. Und damit alles steuern kann. Was passiert, wenn ich gegen eine Wand laufe? Gar nichts. Schade. Ich dachte, er stößt es mit seinem Kopf dagegen. Okay, das war's. Los, Dad! Zeig uns, ja, wie stark zeig uns du deine bist. Muskeln! Okay, festhalten. Kinder, Leute. Easy! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr er in dem Moment leidet eigentlich. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling.
Nicht in mir! Oh. Leg dich niemals mit einem jahrelang trainierten Super Saiyan. Nee, das war Dragon Ball. Ich meine natürlich Star Wars mit einem Jedi. Greife an, greife an! Ich weiß nicht, soll ich ihn mal vielleicht gewinnen lassen einmal? Ich glaube, ich lasse ihn einmal gewinnen. Okay, ich töte ihn lieber. Das macht mehr Spaß. Es gibt einen blauen Fleck. Ernsthaft? Doch nicht durch sowas. Ja, Jason, da. Ja, gut. Ja. Hier. Ha, ha, Jason, los. Ja. Ja, das ist das, was du verdienst, Schurke. Ja, wir haben gewonnen. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Ich komme mir vor wie 12. Egal. Okay, ich komme. Oh, ich freue mich schon auf Essen. Ich habe über 7 Hunger, ey. Ups, falscher Weg. Sorry, Schatz. Ich bin mal wieder den falschen Weg gegangen. Sean, es gibt Essen. Ich gehe ihn holen. Wo ist denn Sean? 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 Wo ist Sean? Sean. Ich mag den Namen tatsächlich nicht. Der andere heißt der Jason. Finde ich cooler, den Namen. Sean gefällt mir nicht so persönlich. Sean. Ah, das... Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean. Es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Ihr habt euch bestimmt die Mühe gemacht, das jetzt in die Kommentare zu schreiben, wie der heißen wird. Produziert euch mal die Grafik rein für die damaligen Verhältnisse. Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Okay, Schatz. Ja, na sicher. Wieso kriegt Jason Schuhe? Jason keine Schuhe, nur Sean? Was, Jason? Komm, Schatz. Alles klar, was können wir machen hier in der Stadt? Hier kann man so vieles machen eigentlich. Oh nein, Sean! Nee, Jason. Jason! Wieso geht der denn weg? Jason! Wieso hört er denn nicht? Jason! 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 Jason. Bleib stehen! Oh! Jason. Ernsthaft, Kind! Jetzt bleib stehen! Jason. Kinder heutzutage. Jason. Ich glaube, ihr kennt's alle. Jason. Ihr seid ihr selber Kinder. Jetzt! Jason! Jason! Lass mich... Jason! Ey, wieso bleibt er nicht stehen? Hallo? Ah, endlich, Alter. Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool! Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Den grünen. Der rote. Okay. Bitteschön. Ich hätte den grünen genommen. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Jason, warte. Es ist wirklich voll hier. Oh, Jason! Oh, hol jetzt deinen Scheiß. Jetzt bezahle. Ernsthaft? Wo ist das scheiß Portemonnaie?
Habt ihr den Typen hinter mir gesehen? Alter, der sah voll behindert aus. Das ist schon wieder. Wo ist denn das scheiß Ding? Stimmt so. Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Oh. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Es muss ja was Schlimmes passieren, ey. Es war so klar, jetzt verschwindet der auf einmal. Jason! Jason! Oh nein! Jason! Jason! Jetzt kommt's, Alter. Wo ist er denn? Jason! Wieso hört er denn nicht? Ich verstehe sowas nicht. Jason! Wieso geht er einfach weg? Das verstehe ich nicht. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Jason! 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 Jason, wo bist du? Einen Moment. Jason! Ich rufe Jason. Seinen Namen so oft ich kann. Da ist er. Jason! 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 Bleib stehen! Jason! 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 Bleib jetzt stehen, Jason! Hey, wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Hey, Mann, pass mal auf! Wo ist er denn? Jason! 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 Hä, wo ist er denn? Jason! Ah, okay. Keine Panik, Leute, alles wird gut. Jason finde ich wieder und dann wird alles gut. Boah, so viele Menschen, Alter. Verpisst euch alle! Jason! Jason, mein Gott. Jason! Oh. Jason! Jason! Oh, da ist er. Ach, so kann ich senden. Okay. Lass ihn. Boah, gehen die mir auf die Nerven, die ganzen Leute hier. Jason! Jason! Boah, geht mir noch nicht alle auf den Pisser, Alter. Jason! Ich komme! Scheiße! Jason! Dad! Nein, ne, jetzt. Jason, nein! War so klar irgendwie. Das war irgendwie so klar, weil... Es muss immer was Schlechtes passieren. Die machen das immer mit Absicht am Anfang, dass man sich ja in die Person irgendwie... Dass man die Person so gern hat am Anfang, dass alles immer gut scheint und dann muss immer irgendwas passieren. Was da jetzt... Ah, jetzt sind wir bei den Credits gelandet. Ich finde, die sollten immer zum Schluss kommen, aber... Gut, in manchen Spielen kommt die halt schon früher. Währenddessen kann ich ja was erzählen. Also, wir hatten eine Familie. Oder haben es immer noch. Und, was mir gerade auffällt, und zwar... Wir haben ja mit Sean gesprochen. Und wir sind nach oben gegangen und er hat gelitten, als sein Vogel gestorben ist. Und ich meine... Sagen wir mal jetzt, er war übel traurig schon, als sein Vogel gestorben ist. Aber es ging noch so. Und jetzt ist dazu zusätzlich noch sein Bruder gestorben. Also ich persönlich würde mich... Ich glaube, der am meisten leidet wirklich der Bruder jetzt davon. Dadurch. Thank you.
Da finde ich ziemlich krass, Alter. Was sagt ihr dazu? Also bis jetzt zu dem Spiel. Aber ich glaube, das ist auch so eine kleine Taktik, so dass man am Anfang mal gut darstellt. Ich glaube, das ist in meisten Spielen irgendwie so. Ich bin echt gespannt, wie mein Ende aussehen wird und um was das Spiel jetzt hauptsächlich handelt. Finde ich ziemlich unnötig, dass sie gleich am Anfang die Credits einblenden müssen. Aber gut, das ist ja quasi sowas wie ein Film. Bei Filmen ist es ja genauso. Also will ich mich nicht beschweren. Schaut euch mal den Lauch da hinten an. Der sieht so 2D-mäßig aus. Sieht für dich nicht geil aus, finde ich. 2 Jahre später. Sieht irgendwie so ein bisschen extrem verloren aus. Nee, schon. Hey, Dad. Wie sieht auch alles so ein bisschen verbleicht aus, irgendwie so als. Das sieht einfach nicht mal alles so bunt aus, irgendwie. Krass, Alter, wie so ein Tag irgendwie alles verändern kann. Alles klar, Radio an. Okay, Auto an. Scheiße. Was ist das? Scheibenwischer aus? Auch falsch. Shit, ich bin echt schlecht in sowas. Und jetzt aber Radio an. Goethe? Ja! Ich wusste es. Ich bin einfach der beste Autofahrer ever. Und los geht's. Ich frage mich jetzt, wohin es geht. Was sich verändert hat in den 2 Jahren. Und so weiter und so fort. Der hat einfach sein Haus verloren. Wie ist das denn passiert? Erinnert euch mal an die Wilder, in der er gelebt hat. Und auf einmal lebt er in so einem. Ja, ich will nicht sagen Schrott, aber. Alles klar, Leute. Aber ich muss jetzt hier ein Ende setzen, weil die erste Folge dauert schon zu lange. Macht euch nichts los, morgen geht's weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat und du mich unterstützen willst, dann lass doch einfach den Daumen nach oben Button da, denn damit unterstützt du mich mehr, als du nur denkst. Außerdem kannst du in die Kommentare schreiben, was du von dem Spiel bis jetzt hältst, das würde mich sehr interessieren. Ich persönlich freue mich extrem auf weitere Parts. Ich werde es auch gleich wahrscheinlich heute noch durchspielen. Und da werde ich die Parts einzeln hochladen. Und ganz wichtig, wenn du das Video jetzt zu Ende geschaut hast, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!